Der Schieberegleraufgaben hat zwei Pole, die heißen geschlossen und offen. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, und zwar mit Hilfe von Patricia Drewes. Sie ist Lehrerin, sie ist didaktische Leitung am Gymnasium Bethel, sie ist in der Lehramtsausbildung und in der Schulentwicklungsberatung tätig. Insofern hat sie einen umfassenden Blick. Und die erste Frage lautet also, was ist damit gemeint, wenn da auf der einen Seite offen und auf der anderen Seite geschlossen steht? Genau, bei uns im Schieberegler stehen links geschlossene, rechts offene Aufgaben, und Aufgaben unterscheidet man so gemeinhin nach dem Grad der Offenheit. Und geschlossene Aufgaben sind so Aufgaben, die kennen auch alle gerade so das Extrem, sind Multiple-Choice-Aufgaben. Da werden Einzelheiten abgefragt, Begriffe, Aussagen, Definitionen. Und das ist für Lehrkräfte in der Regel relativ einfach zu beurteilen, richtig oder falsch, weil man die Antworten schon kennt. Offen sind eher Aufgaben, bei denen der Lösungsweg nicht von vornherein vorgezeichnet ist und auch die Eindeutigkeit bei der Lösung jetzt nicht unbedingt vorgegeben ist. Und da ist es eher wichtig, zu dokumentieren für die Schülerinnen und Schüler, dass sie ein Verständnis von Zusammenhängen und Prozessen haben. Und es ist ja auch schon so deutlich geworden in unserem Intro, links ist eher konventionell, rechts ist eher für uns zeitgemäß geprüft. Und meine These ist, dass selbst die Klassenarbeiten und Klausuren, von denen wir oft meinen, dass sie offen sind, eigentlich für mich eher geschlossene Formate darstellen. Und dies vor dem Hintergrund, dass sie nicht besonders viel Spielraum lassen für individuelle Lösungswege, um das jetzt mal so an einem Beispiel zu verdeutlichen. Also ich unterrichte Deutsch und Geschichte, und da ist es häufig so, gerade im Fach Deutsch, so vorkonfektionierte Analyseaufsätze. Schülerinnen und Schüler kaufen sich die Lehrerbegleithefte oder die Analysehilfen, und dann kommt eine Klassenarbeit, Klausur von diesem Format, und man reproduziert eigentlich das, was man gelesen hat. Und letztendlich ist man eigentlich wieder bei diesem Punkt, dass man irgendwo dann doch eine sehr geschlossene Aufgabenlösung produziert. Und das ist etwas, wovon wir weg wollen, von diesen Prüfungsaufgaben von der Stange, die noch dazu, und das kommt noch dazu, auch die Kultur der Digitalität komplett ausklammern. Bei dem Beispiel dachte ich jetzt gerade, dass tatsächlich ja auch manchmal die Aufgaben sozusagen einen großen Konsens haben, dass sie nicht so gemeint sind, wie es da steht. Wenn da zum Beispiel steht, wie interpretierst du dieses und jenes, ist eigentlich gemeint, wie interpretieren andere dieses und jenes, und kannst du das wiedergeben? Genau, das ist letztendlich oft das, dass immer noch diese Idee existiert, dass es eine falsche oder eine richtige Interpretation geben könnte. Und die richtige Interpretation ist natürlich die, die literaturwissenschaftlich fundiert ist. Und da bleibt relativ wenig Spielraum eigentlich für eigenes Erfahren von literarischer Lebenswelt auch. Magst du das am Beispiel nochmal ausmalen? Ja, ich könnte jetzt so ein Beispiel, wir haben jetzt im letzten Jahr Lessings Nathan gelesen, und man könnte es jetzt so machen, Lessings Nathan, da macht man jetzt natürlich klassischerweise eine Dramenanalyse, und da gibt es ein Analyseraster, nach dem sich Schülerinnen und Schüler zu richten haben, weil das ein Raster ist, was auch im Abitur zugrunde liegt. Und was da aber oft dabei herauskommt, ist ein mechanistisches Abarbeiten von Rasterpunkten unter Zuhilfenahme von Interpretationshilfen. Und da entstehen dann ja dann auch sehr vorkonfektionierte Aufsätze. Wenn ich jetzt aber sage, irgendwo, ich möchte das gar nicht, ich möchte jetzt ein alternatives Prüfungsformat, dann könnte ich ja auch sagen, wir gehen individueller vor, die Schülerinnen und Schüler haben Wahlmöglichkeiten, und es besteht jetzt nicht darin, irgendwo diese Analyse zu produzieren, sondern wir sagen einfach mal von vornherein irgendwo dieses Drama, was hat uns das heute eigentlich zu sagen? Stellt euch mal vor, ihr müsstet irgendwie für so ein Drama Marketing machen, und überlegt mal, wie könnte das im 21. Jahrhundert auf die Bühne gebracht werden? Wie könnte ein Trailer aussehen für eine serielle Verfilmung? Das bietet sich ja auch an, weil am Ende liegen sich ja alle in den Armen. Also es ist ja so ein total kitschiges Happy End irgendwo. Da könnte man ja auch eine Serie rausmachen. Oder ihr produziert mal in 3D eine Art Bühnenbild. Wie stellt ihr euch das vor? Wie stehen die Menschen zueinander in einer bestimmten Szene? Und etwas Ähnliches. Und da kann man halt nicht vorkonfektioniert vorgehen. Man kann auch nicht mit einer Analysehilfe arbeiten. Und da war häufig die Rückmeldung von Schülerinnen und Schülern, Mensch, da musste ich zum ersten Mal das Werk richtig selbst lesen, um es zu verstehen und um es dann auch nochmal produktiv nochmal zu verarbeiten.
Inwieweit ist das Thema eine Frage von zeitgemäßer Bildung generell? Also für mich ist es eine ganz große Frage zeitgemäßer Bildung, weil ich zum einen denke, dass wir nicht davon abstrahieren können, dass sich Jugendliche auch seit Kindesbeinen so in einer Kultur der Digitalität bewegen, vor allen Dingen jenseits von Schule. Und deswegen halte ich es mittlerweile auch fast für eine kulturelle Barbarei, Digitalität nicht mitzudenken in Lernprozessen und in Prüfungsprozessen. Und zum anderen denke ich, dass diese Aufgabenformate, wie ich sie gerade oben skizziert habe, überhaupt nicht auf so ein zukunftsoffenes Dasein vorbereiten, weil Menschen, das wissen wir selbst als Erwachsene, müssen eigentlich im späteren Leben bestimmte Anforderungssituationen bewältigen. Wir müssen Wissensnetzwerke bilden. Und also wir sind nie wieder in der Situation, in der wir solche Aufgaben lösen, wie wir sie gerade in der Schule lösen. Und wir müssen auch nicht mehr bestimmte Fakten auswendig lernen oder irgendwo krampfhaft Stilmittel suchen. Also es bleibt, deklaratives Wissen bleibt sicherlich wichtig, aber es wird nicht mehr punktuell abgefragt und stattdessen arbeiten wir in sozialen Kontexten, wir arbeiten kommunikativ, kollaborativ und komplett im digitalen Raum. Deswegen haben Aufgaben, Formate für mich sehr viel mit zeitgemäßer Bildung zu tun. Ich schaue nochmal jetzt auf dieses Reglernsystem und das sind ja Regler, keine Schalter. Das heißt, ich kann auch nur ein Stück weit den Regler erstmal in Richtung offene Aufgaben schieben. Wie mache ich das? Also wie kann ich anfangen? Man kann unterschiedlich anfangen. Also zum einen ist es in ganz vielen Bundesländern mittlerweile möglich zu sagen, ich ersetze Klassenarbeiten durch alternative Formate. Mindestens eine im Jahr ist immer und in jedem Fach möglich. Und wenn ich gerade mal auf die Sekundarstufe 2 gucke, sind für mich Open-Media-Klausuren ein ganz schönes Beispiel dafür, dass man sagt, ich bleibe noch in meinem Standardformat von den Aufgabentypen her, aber ich lasse beispielsweise Hilfsmittel zu. Ich lasse irgendwo das Netz als Ganzes, stelle ich zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler haben eigentlich denselben Wissensbestand und aus diesen Wissensbeständen produzieren sie eigenständige Lernleistungen. Und da sind wir dann weg von der Reproduktion und hin zu Reorganisation und Transfer von Wissen. Nehmen wir mal jetzt kurz das Bild beiseite, dass vielleicht viele Leute das sofort gut finden und sich damit klarkommen. Welche Schwierigkeiten gibt es? Welche Einwände kommen da typischerweise, wenn man sowas macht? Die Einwände, die ich häufig höre von Kolleginnen und Kollegen sind, ja, das ist ja schön bei starken Schülerinnen und Schülern, aber schwache Schüler sind darauf angewiesen, dass man mit geschlossenen Aufgabenformaten arbeitet. Die müssen dann nur Ja oder Nein ankreuzen und dann ist das wesentlich einfacher. Aber ich glaube, das ist ein völlig falscher Zugang, weil ich zum einen denke, wir gucken ja auf Menschen im Wachstum und in Wachstum, also nicht im physischen Wachstum, sondern im geistigen Wachstum. Und diese Wachstumsperspektive haben wir ja auch vor Augen. Und wir wollen, dass sich Menschen entwickeln und dass sich alle Menschen entwickeln. Und wenn die immer nur in einem Korsett von falsch und richtig denken, das sind für mich keine Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Wenn wir jetzt sagen, es gibt Schülerinnen und Schüler, die brauchen möglicherweise mehr Hilfe, die brauchen ein größeres Scaffolding, die brauchen vielleicht mehr Geländer, dann kann man ihnen trotzdem mit offenen Aufgabenformaten einen wesentlich größeren Gefallen tun. Also die Idee, die dahinter steht, ist ja auch, dass wir in der Schule anfangen, ungleich zu behandeln und nicht wie mit der Gießkanne dieselben Aufgaben über alle Menschen auszukippen. In welchem Verhältnis steht jetzt der Regler Aufgaben zu den anderen Reglern? Wenn ich jetzt überlege, würde ich sagen, der Regler Aufgaben steht für mich in engem Verhältnis oder in sehr dichtem Verhältnis mit Material und mit den Hilfsmitteln, mit denen Aufgaben bearbeitet werden sollen. Also jetzt, ich gehe jetzt mal zurück zu einem Beispiel. Ich fand es sehr spannend. Ich bin letztens in eine Klasse gekommen und da ging es um das Thema Desinformation im Netz und da sollten Schüler argumentieren mit Schulbuchartikeln aus dem Jahr 2009 und ich fand das so völlig skurril. Wir leben im Jahr 2021 und da denke ich, wenn man jetzt Aufgaben gibt und zeitgemäße Aufgaben, die auch sich an der Lebenswelt der Schüler orientieren, dann muss man auch ins Netz gehen. Also dann muss man da eintauchen und dann muss man aktuelle Beispiele für
Fake News suchen. Und da ist es halt nicht damit getan, dass man mit abgestandenem Material arbeitet. Und ansonsten glaube ich noch, dass zu den Aufgaben Raum und Zeit gehört. Also wenn man offene Aufgabenstellung nutzt, bedingt das auch zeitlich entgrenztes Arbeiten. Und das hat so ein bisschen auch mit geistiger Freiheit zu tun, freierem Denken. Gibt es noch etwas, was man zu diesem Thema sagen sollte? Also ich meine, dass Aufgaben so ein Kernelement zeitgemäßer Unterrichtskultur sind. Wenn man sagt, so gute Lernaufgaben sind eigentlich sowas wie ein Schlüssel. Die schließen einen Unterrichtsgegenstand für Schülerinnen und Schüler auf, sind so ein Scharnier und die ermöglichen eigentlich in der Schule eine Auseinandersetzung mit der Welt. Und gute Leistungsaufgaben sind für mich Aufgaben, die es ermöglichen, auch Schülern, also die es ermöglichen, dass Schüler zeigen können, was so jenseits von Auswendiglernen eigentlich in ihnen steckt. Und ich glaube, dass in Schule einfach viele, die mit Lehren und Lernen zu tun haben, dieses Potenzial von Aufgaben total vernachlässigen, weil, und da kommt es oft zum stumpfen Abarbeiten von Aufgaben. Aufgaben und Arbeitsblätter, das hat man, glaube ich, in der Pandemie immer mal wieder gemerkt, dass es eigentlich verkommt zu so einer Beschäftigung. Und das müssen sie eigentlich überhaupt nicht tun, weil sie, ja, sie können Welten erschließen. Ganz herzlichen Dank, Patricia Drewes.